So, herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute möchte ich euch beim Renault Koleos das R-Link 2 System ein wenig zeigen. Dazu machen wir Folgendes. Wir starten einmal die Zündung. Und im Moment sehen wir, dass der Monitor komplett auf aus ist. Dazu schalten wir das Ganze an. Dazu haben wir hier oben die Einschalttaste. So, da. Dann hören wir auch schon die Musik. Die regeln wir tatsächlich hier runter. Etwas unschön. Die Datenschutzbestimmungen werden wir bestätigen. Gehen aber auch automatisch mit der Zeit aus. Also gar kein Problem. Und dann sehen wir hier den Home-Bildschirm. Das heißt, wir haben hier das Infotainment-System und hier eine Übersicht der Kartendarstellung. Was wir sehen ist, wir haben ein nur reduziertes Klimabedienteil hier. Und da schauen wir uns auch mal an. Genau, so, kleinen Moment, so sieht das doch dann schon viel besser aus. Gut, genau, wir haben hier unten die Schalterleiste für Sitzlüftung, Sitzheizung, den Eco-Mode, dann haben wir Start-Stopp, können wir hier ausschalten. Hiermit können wir den Parkassistenten einschalten, dann sehen wir auch schon, wie wir einparken wollen. Er sagt uns auch gleich, dass wir den Blinker für die jeweilige Richtung angeben sollen. Dann schalten wir den wieder aus. Hier ebenfalls Sitzlüftung. Und Sitzheizung für den Beifahrersitz. Dann haben wir hier die Programme für die Klimaautomatik. Auto ist klar, damit die Regelung automatisch. Wir haben hier die Defroster-Aktion. Hiermit wird allerdings nicht nur das Gebläse zum Defrosten genommen, sondern tatsächlich auch die beheizte Windschutzscheibe mit den Heizdrähten. Temperaturregelung erfolgt über die Drehregler. Das ist auch klar. Heckscheibenheizung haben wir hier, Umluft haben wir hier. So, einmal da drauf drücken, dann geht das Menü hier auf für das gesamte Klimabedienteil. Wir können uns hier aussuchen, wie die Belüftung sein soll, soft, normal oder eben schnell. Oder wir können hier das Ganze auch ausschalten oder manuell von der Stärke her regulieren. Dann haben wir natürlich die Klimaanlage. Das automatische Umluftsystem. Hier können wir sagen, ob wir dual, das heißt also jeder seine eigene Temperatur einstellen möchte oder ob das Ganze synchronisiert sein soll. Und hier die Luftverteilung. Genau, mit dem Zurück-Button kommen wir wieder auf unsere Hauptmenüseite hier zurück und dann sehen wir auch schon wieder den Screen. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier über, das ist der Homescreen, den wir hier haben, oder aber wir gehen hier direkt mal drauf. Das sind die Fahrassistenzsysteme. Da sehen wir, was an ist. Spurhaltewarner können wir einschalten. Den können wir in seiner Sensibilität auch noch einstellen. Und die Lautstärke des Systems. Dann gehen wir hier wieder zurück. Dann haben wir hier den Notbremsassistenten, den wir auch noch konfigurieren können, dass er an ist oder aus. Dann haben wir den tote Winkelwarner, die Geschwindigkeitswarnung. Und das automatische Fernlicht können wir dann noch aktivieren. So, jetzt geht uns das System aus, deswegen schalten wir den Motor jetzt einfach mal ein, damit das Ganze dann läuft. So, dann gehen wir auch wieder hier zurück, dann sind wir schon wieder im Home-Bildschirm. Und wie wir sehen, haben wir hier oben die Möglichkeit auch zu swipen. Das heißt also, wir können hier diese Kacheln können wir uns individuell konfigurieren. Und zwar gehen wir hier ins Menü einfach mal rein. Dann sehen wir hier die Übersicht, Navigation, Multimedia, Telefon, Apps haben wir hier, Fahrzeug und System. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier auf System gehen, dann können wir hier über das Display uns unter anderem eben das Tacho-Display verändern. Von den einzigen Stils schauen wir uns einfach mal ganz kurz an. Dann sehen wir das hier. Dann gehen wir mehr auf Stil 3, Stil 4 oder Stil 1, Stil 2. Genau, also da haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können das Ganze auch von der Farbe natürlich variieren, das ist klar. So, gehen wir mal hier hin, dass es nicht zu sehr spiegelt. Genau, dann gehen wir mal hier zurück. So, die Helligkeit vom Display können wir einstellen, das Benutzerprofil, Lautstärken können wir regeln, die Sprache können wir einstellen. Genau, dann haben wir hier mit Apps, da gibt es dann diverse Applikationen, Apple CarPlay zum Beispiel, wenn das Ganze benutzt wird, oder Android Auto können wir damit steuern. Dann haben wir hier noch den App Manager, da sehen wir, welche Apps installiert sind, welche wir nutzen können. Eine diverse Auswahl gibt es dann bei Renault zu finden oder hier in diesem R-Link Store findet sich dann einiges. Genau, das Telefon wird dann hier mit rüber gekoppelt, genau. Das ist klar.
Und das heißt, wir können hier tatsächlich dann den Suchvorgang starten oder aber tatsächlich dem System sagen, wie es sich verbinden soll. Die Navigation, das sehen wir auch, da wird die Möglichkeit der Routeneingabe, hier können wir die Ziele eingeben anhand Adressen oder meine letzten Ziele. Koordinaten können wir sogar auch eingeben, sehr, sehr schön. Wir können auch komplette Routen planen. Zum Beispiel hier können wir eine Route erstellen, falls wir tatsächlich mehrere Sachen fahren. Unsere Routenoptionen haben wir hier, wo wir dann tatsächlich auswählen können, wie die Route verlaufen soll. Genau, dann haben wir hier noch Einstellungen natürlich, die wir vornehmen können. Thema Audioverkehr, wie die Verkehrswarnungen sind oder die Routeneinstellungen nochmal, die Karteneinstellungen. Können wir noch mal reingehen, wie die Karte aufgelöst sein soll, einen höheren Bildschirmausschnitt oder Tag- und Nachtmodus aktivieren. Ansonsten das meiste wird dann selbst in der Karte konfiguriert, wenn wir das Ganze machen. Gehen wir hier auf die Karte, dann sehen wir die auch mal. Genau. Zoom haben wir hier, der ist allerdings automatisch, der Zoom. Bleibt jetzt nicht fix, zumindest habe ich den Punkt auf die Schnelle nicht gefunden. Wir können hier auch einzelne Optionen ansehen. Was wir ebenfalls machen können, ist tatsächlich hier nochmal direkt in die Karteneinstellungen gehen. Genau, da haben wir dann alles zurückzusetzen. Das heißt, das ganze System an sich funktioniert schon relativ intuitiv. Immer mal wieder so ein paar Funktionen sind allerdings ein bisschen verschachtelt zu finden. Nichtsdestotrotz kommen wir über die meisten Funktionen, die wir brauchen, über das Klimateil hier oder, das können wir dann nach unten swipen, oder eben über die Direktsachen für Audio und Navigation doch ganz schnell dahin, wo wir denn dann hinwollen. Hier ist die Listenauswahl tatsächlich für die ganzen Sender, die zur Verfügung stehen. Hier können wir das Band wechseln auf Digitalradio in dem Fall bei mir. Genau, das war so der kleine Einblick in das AirLink-System von Renault. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben gerne, das Abonnieren des Kanals, falls ihr auch sowas öfter sehen wollt. Und ansonsten Fragen, Kritik und Anregungen sehr gerne unten in die Kommentarbeschreibung. Vielen Dank und bis dann, euer Ubi.